Hey, da sind wir wieder bei einer dritten Folge von Case to Bay. Und wie immer, zuallererst ziehen wir uns erst einmal um. Was haben wir jetzt inzwischen schon freigeschalten? Wir können ja auch mal gucken. Agent P? Oh Gott, wer kennt Agent P von euch? Schreibt's mal hinten in die Kommentare. Komm, wir nehmen den jetzt einfach. Ich kaufe mir den mal für diese Folge. Hier kann man ganze Outfits, glaube ich, sehen. Genau. Agent P, das ist cool. Okay, aber ansonsten. Das ist mir ein bisschen zu teuer, beides. Agent P hat halt seine Maske, die will ich ihm nicht wegnehmen. Na komm, geh zu Agent P zurück. Hey! Jetzt hab ich's gekauft, toll. Hey! Oh, das war gar nicht seine. Oh, Mann, ich komme hier so durcheinander. Jetzt hast du die so fertig. Was können wir hier holen? Ja, die lassen wir das mal so. Böse. Das Outfit, mit dem wir gestrandet sind, das können wir mal gucken, ob wir was anderes finden. Das hier. Na ja, Lederhose. Lederhose. Das hier. So. Das ist doch das perfekte Outfit. Agent P! Woo! Okay, dann gucken wir mal. Wir ernten das hier kurz schnell. Das kann schnell hier geschlossen werden. Ja, komm, machen wir jetzt mal. Auch schnell. Und dann nehmen wir sofort die Quest an. Versprochen. Was ist denn der Fall da unten? Ist unser Lager voll? Ach so, der Umbau ist fertig, genau. Ich hab's ja vergrößert. So viel zum Thema voll. Das ist nicht voll. Das ist nicht mal annähernd voll. Ah, die unten brauchen eh noch 20 Minuten. Ja, wieso neue Saat kaufen, wenn wir die einfach länger drauf lassen können? Haben wir mehr von. Ein paar kleine Bugs hat das Spiel schon noch. Manchmal mit der Steuerung oder so. Ach, jetzt haben wir drei Kürbisse dafür bekommen. Okay. Das ist denn doch schon ganz schön praktisch. Neue Wände. Weiß gerade nicht, wie das heißt. Fensters. Ja, das englische Wort weiß ich, aber das deutsche. Zäune. Neue Zäune müsste ich auch mal bald machen. Wenn wir mal ein bisschen handwerklich was machen können. So. Gehen wir. Wo ist der Maus halt schon hier? Gehen wir zu dir. Oder dem ersten, den wir sehen. Ich dachte, ich kann da schon aufmachen. Da. Gustav. Gustavo. Krass, Hüpfer! Nein, was? Was? Nice people can have terrible taste? Nette Leute können widerlich schmecken? But you can develop a taste. Doch du kannst leckere, feinere Sachen kosten. Heute solltest du deine Aufmerksamkeit um dich herum. Oh, ich hab gerade übersprungen, Mist. To practice your one. Place some piece of vanity in your house. Choose wisely ugly vanity may give you ugly first. Wir sollen keine hässlichen Möbel in unserem Haus haben. Hat er die uns jetzt gegeben? Nee, oder? Das sind unsere. Okay, die sollen wir jetzt einfach im Haus aufstellen, okay? Wir nehmen mal alle erstmal an. Oh, Sugar. Hey, Süßer. Hier ist eine Sache. I have some people over for a meeting. Ich habe ein paar Leute mit für ein Treffen. After the meeting, we have a movie night. Nach dem Treffen haben wir eine Filmnacht. I want to serve them something special. Ich will ihm etwas sehr Besonderes spezialisieren. Echtes Popcorn. So frisch wie es geht. They are used to lukewarm. Mass production popcorn. I want to serve them fresh, not hot stuff. Ich will den richtig heißen Stuff servieren. Richtig frisches Popcorn. Der Gast, you know, I want to trade them to something special. Ich werde dir auch etwas dafür geben, etwas Besonderes. Farms some pieces of corn for me. Okay, ja, das ist ja nicht das Problem. Das hier ist jetzt, ja. Jetzt brauchen wir erstmal Neues. Ach ne, wir haben ja schon. Oder? Ach, das werden wir dahin gleich sehen. Okay, und der gefühlte Bruchpilot, die Zustellerin. Wo ist sie? Da, hab sie. Hallo. Hallo. Howdy, Quark. You're the new kid, right? Du bist der Neue, oder?
So, tell me. So, erzähl mir, what was it like to fall into a ocean? Wie war es, in den Ozean zu fallen? Hattest du Angst? I like to give diving sometime. Explore the deeps of the ocean. Also, sie geht in ihrer Freizeit auch gerne in den Ozean. Also, you can look at fish right here on the island as well. All you need is a fishing rod. Okay, jetzt erklärt sie uns, wie wir fischen. Fischen ist einer meiner liebsten Sachen, um Zeit zu vertreiben. Um fischen zu gehen, brauchst du nur das Equip einer Fishing-Route, eine Angel. Dann walk over the coastline. Und du gehst einfach am Ufer entlang, bis du das Blubbern der Fische siehst. Dann klickst du auf die Linie. Let's test your skill. Try catch me two fish. Okay, sind wir zwei Fische sammeln. If you have trouble catching anything, use the catalog. Fischfood increased your chance. Also wenn wir Fischfood da reinmachen, haben wir eine höhere Chance, diesen Fisch auch zu angeln. Some fish can even be caught unless you use special fischfood. Nur spezielles Fischfutter kann spezielle Fische hervorrufen. Also zwei Fische bitte. Viel Glück! Okay, dann haben wir jetzt unsere Aufgaben. Gehen wir erstmal ins Haus zurück. Dort müssen wir nur den Tisch und die zwei Stühle aufstellen, glaube ich. Oder sogar nur die zwei Stühle, oder? Ach, ich stelle einfach alles auf. Nee, komm. Wo stelle ich das denn jetzt am besten hin? Was ist denn das da überhaupt? Liegt da eine Orange? Ach, das ist ein Hocker. Das soll ein Hocker sein, ach so. Bin ich ganz vorsichtig. Irgendwie ist ja alles so. So. Dich drehen wir aber noch. Ja, und wo stelle ich den Rest hin? So die Frage irgendwie gerade. Einen Hocker stelle ich noch hier so neben das Bett. Ins Spinnnetz. Ins Spinnnetz, sagt euch. Was ist mit dir falsch? Ich kann nichts ins Spinnnetz stellen, schade. Okay, ich dachte, es wäre sonst weg. So. Haus dekoriert, wunderschön dekoriert. Wir haben Korn und diese Collective. Kann ich auf den Tisch legen? Jawohl. So. Alles erledigt. Gucken wir doch mal. Das haben wir erledigt. Ein Popcorn sollen wir noch machen. Ah, jetzt hier. Dürfte ja dann für sie sein. Damit dürften wir ihre Auszeichnung da haben. Ihre Kategorie mit dem Grow Up. Oder nicht? Da erinnert mich nicht. Waren es 5 oder 3? Wir finden es jetzt heraus. Okay, wir finden es doch nicht raus. Guck ich mal gleich mal nach. Ich kann nicht nur enden. Hä? Das ist ein Symbol da. Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt haben wir sie geupgradet und für sie sollen wir noch zwei Fische sammeln. Dann haben wir die Quest schon mal alle erledigt. Oh, Stecker, du bringst Geld. Geld! Einsammeln. Okay, wir sollen einfach hier lang gehen. Was will denn hier gegossen werden? Der Baum ist es nicht. Dahinter kann ich nicht gucken. Okay. Dann nicht. Da ist der Fisch. Komme ich so weit ins Wasser, um ihn zu angeln? Ganz vorsichtig. Okay, komm. Probieren wir es schnell zum Steg. Ich will dich haben. Du bist mein... Hey! Unfair! Er ist despawned! Betrug! Hm. Die sind alle sehr weit weg. Kommt der jetzt vielleicht ein bisschen näher? Komm, 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 komm. Komm her, komm her, komm her. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Komm zum. Aber wie funktioniert das mit der Angel jetzt so?
Ah, okay. Es gibt echt für alles einen Rekord, was? Einen wöchentlichen Rekord. Okay, Angeln ist ganz cool gemacht. Einen Fisch brauchen wir noch. Wahrscheinlich je seltener der Fisch, desto schwerer auch. Oh, nee, hä? Wollte doch einen Fisch nur. Ach so, dann fehlen die. Ja, die habe ich ja schon voll gehabt. Envelope. Und was mit dir? Du bist fertig. Und du bist noch gleich zwei Entwickler. Und du bist noch ein Fisch. Dann gucken wir erstmal nach dem Fisch. Aber wir haben doch jetzt genug Mais, oder nicht? Auch entwickelt. So, hier. Oh. Du willst es. Du willst das. Ja, beiß zu. 15 Länge. Ach man, alle haben immer mehr. Wahrscheinlich ist 21 das höchste. Okay, Fische sind auch voll. Mais ist das nächste. Wie sieht's aus mit dem Mais? Noch eine Minute. Ich kann mal hier ein Feld haken. Einmal Mais habe ich nämlich noch, glaube ich. Genau. Wechseln und gießen. So. Und dann gehen wir die anderen Sachen ja doch schon ab, wenn wir jetzt eh fertig sind und warten müssen. Hallo. Hast alles fertig? Du bist echt gut darin. Ich wünschte, ich wäre auch so schnell. Aber es ist echt hart, mit den Flügeln eine Angel zu halten. Danke für den Fisch. Hier ist etwas für dich zurück. Ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil. Und Erfahrung. Und Games. Okay. Und was wollte er? Er wollte, dass wir die Möbel aufstellen. Genau. Das haben wir dann auch fertig. Ich gehe mal, falls er mir irgendwas geben will, lieber meine Sachen verkaufen den Müll. Hallo. Bananenschale. Wenn du unbedingt drauf stehst. Oh, oh. Fische sind anscheinend doch ein bisschen was wert. Und sie wollte die Fische nicht mal haben, fällt mir auf. Komm. Ich brauche ein Dach. Bitte kauf einen Fisch. Wieso habe ich denn so wenig Geld? Ach, wegen Klamotten, ne? Nee, dich kann ich noch nicht abgeben. Dich kann ich abgeben. Howdy! You bring some interesting piece of furniture. I think your taste is improving, as I promise I give you a reward. Oh, ich weiß, ich bin wunderschön. Aber kein Puzzleteil, aber eine Menge Geld. Wow. Das ist echt eine Menge. Eine neue Quest vom Postboten. Ich komme wie der Wind. Ich warte noch auf das Korn. Du warst gerade noch hier unten, du bist noch hier unten. Und was willst du? Noch mehr angeln? Howdy, Quack. You know, I called never sleep as a down mattress that just feels wrong. So I always sleep in a hammock. A hammock is also great for relaxing, swimming in the breeze, basking in the sun. Sadly, my hammock hangs inside of my house. Could you plant two big trees close to each other over there on the beach? That way I can hang a hammock there also. Also, sie liebt es, in einer Hängematte zu liegen und jetzt sollen wir für sie zwei Bäume am Strand pflanzen, damit sie auch am Strand ihre Hängematte aufhängen kann. Das können wir doch machen. Brauchen aber erstmal pflanzlicher. Hier, einmal einen Orangenbaum und einen. Also beide brauche ich ja nicht. Einen Orangenbaum, genau. Sammelst das mal ein. Ey, wo rennst du hin? Einsammeln. Und hier oben auch nochmal. Ich frage mich, ob die Bäume irgendwann kaputt gehen vielleicht. Oh, jetzt habe ich gleich eingesammelt. So, und dann kann ich euch gleich bei... Oh, Level 5. Fischfutter. Squidfoot. Oh Gott, yes. Tintenfische. Aha, okay. Oh, die ersten Krankenhaus-Sachen, glaube ich. Also man kann es damals mal wieder, aber man kriegt verdammt viele Sachen. Eine Axt und plus Damage bei der Spitzhacke. Eine Axt, das ist cool. Jetzt kann ich Bäume fällen. Und Chilischoten anbauen. Er sieht so aus, wie ich mich fühle. So viele Sachen. Warte.
Outfits, Gesicht. So viele Sachen! Gibt's noch irgendein geiles Outfit dazu? Dich mache ich dazu. Ich gebe mein ganzes Geld für Outfits aus, das ist nicht gut. Woohoo! Das ist irgendwie cool. Wie, du bist schon wieder fertig? Wie schnell geht denn das gerade? Ach so, deswegen ist die Zeit immer so schnell rum. Bei einem Level Up geht die Zeit bei allem vorbei. Ach so. Aber wirklich bei allem dann wahrscheinlich was? Ah, ich glaube, jetzt sind alles fertig. Das zählt, oder? Ja, finished. Bürgermeisterin ist zufrieden. Dann bin ich auch zufrieden. Dich kann ich noch gießen. Und danach hat der Monkey eine Quest für mich. Der kein Roboter sein will. Voll gemein, ey. Roboteraffe ist voll geil. Was haben wir unten eigentlich angebaut? Lavendel oder Flieder oder so? Wir haben noch kein... Nö, kein Fliegennetz. Insektennetz. Boah. Weißt du gleich, was ist? Dreimal? Ja, dreimal gießen. Ist ja jetzt nicht das Problem, dreimal zu gießen. Wir haben ja nicht so, dass Wasser Geld kostet oder so. Oder generell nachzufüllen ist. Wir haben ja nicht mal einen Brunnen. Schon eine geile Zauberkanne. Kauf mir mal ein bisschen Brokkoli. Das kann ich aussprechen. 250! 4 Minuten, 5 Minuten. Aber nicht gerade eine lange Anbauzeit. Ich kauf jetzt einfach mal von allen drei. Und hab komplett vergessen, dass 3 mal gleich noch teurer ist. So. Geht ja ziemlich schnell. Einmal alles haken. Und reinpflanzen. Dauert das noch 1,5 und das waren 20. Dann gucken wir mal, eine Quest können wir noch abgeben und eine können wir noch anfangen. Hier ist echt viel zu tun in diesem Spiel. Vor allem das Soundtrack gefällt mir. Aber ich glaube, es sind nicht gerade viele Tracks generell, ne? Oh nein, nicht. Nee. Du sollst schon dieses ekelhafte Zeug anbauen. Ach, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Fan davon. So, jetzt. Zweimal, okay. 2, 6. Die brauchen 5 Minuten, glaube ich, und die Brokkoli 4 Minuten, oder? Nee, andersrum. War ja natürlich andersrum. War es dann auch zu erwarten. Ah, die brauchen nur einmal gießen. Du bist hier oben, oder? Hier oben links in der Ecke. Da bist du. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Quest Chichan? Never mind. Chichan. Chichan? Oh, what? Sorry, baby. I didn't hear you. Oh, ich hab dich gar nicht gehört. Ich hab... I have listened to Salt Old School Techno. Alte Schultechno? If you forget to bring your work and take to work. Techno is the best replacement. Technik ist das Beste. Ja, okay. Quest. Great job! Now I can below the always great taste of the... Jetzt können alle den großartigen Geschmack von frischem Popcorn probieren. Und was war das jetzt mit... Sugar, I need to get us something. I invite to medical party. Schon wieder? Okay. Now what's yesterday without cheers? Could you the flavor a favor to get me one? Just a head. Talk to Marcel. He might still have the head I'm looking for. I saw him. We're on at the party I will go. Okay, wir sollten zu ihm sprechen, aber er ist noch nicht hier. At the stuff to buy store. Ja, dachte ich mir schon. Der ist auf einer anderen Seite der Insel, wo wir noch nicht hinkommen. Da, 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 da.
ist jetzt der Monkey? Da bist du. Oh, ihr seid immer echt nah bei mir. Ich brauche noch nicht stoßen können. Hugh der, du da, nur eine neue Person. Du kannst dich endlich nützlich machen. Richtig, jetzt. Es ist schlimm genug, dass diese Insel so ein furchtbares Wetter hat. Not continue. Nicht zu vergessen, der Sturm. Doch diese Insekten sind wirklich der Horror. Die immer dieses... Du kannst sie zerquetschen, Stevie, our nature girl, is always watching. Du kannst sie nicht zerquetschen, unser Naturmädel guckt immer hin. But Dava, du darfst sie fangen. That way at least it hidden it was away safely. You can use my bark net to catch the vermin. Then bring them to somebody who likes that sort of things. Also wir sollen sie jetzt er gibt uns ein Netz, wir sollen sie fangen und zu irgendwem bringen, der auf diese Insekten abfährt. And now the fact is that Samir will pay money for any bags you catch. Okay, wir können sie verkaufen. Jetzt ernsthaft? Ha! You can also collect different kinds of bugs on the island, bring them to Harold's. Ach, das ist ein Museum! Das ist gar nicht der Verkäufer, das ist ja wieder das Museum! Das ist cool. Da können wir bestimmt die Fische und können wir hier noch Sachen ausgraben wie Artefakte? Sammeln sie alle! Alle bis zum letzten! Okay. Wir können hier ein Museum. Es ist ja wirklich wie Animal Crossing einfach. Nur tatsächlich noch ein Stück besser teilweise. Weil du hier wirklich eine Aufgabe hast. In Animal Crossing hattest du ja nie wirklich eine Aufgabe. Falsche Richtung. Jawohl! Okay, schon fertig. Finish. Kann ich es bei dir finishen? Weil ich habe den Zugang zum Museum noch gar nicht. Glaube ich, wenn es nicht gerade im Rathaus liegt. Even catch us one bug to clean. Enough for you, right? The best way to lure bugs, plant some flowers. I have seen flowers to you. That tree with Victoria planting flowers works some very. Dig a hole, plant a seed, water it, bugs garantiert. Also, ein Loch graben, pflanzen, warten bis sie wachsen und du hast deine Insekten. Du kannst sie im Katalog kaufen, im Store. Das sind sehr interessant. Du musst sie nicht plant any flowers nehmen. Aber pflanz sie nicht bei mir in der Nähe. Ich hasse Blumen. Noch mehr als Insekten. And I don't really need the bug net back. Ich brauche dieses Netz nicht zurück. Es hat Insekten berührt. Okay. Es hat Insekten berührt. Bleh. Widerlich. Widerlich. Kann ich dich nochmal wässern? Achso. Oh, ja, nicht wollte ich nicht. Ja, egal. Die ist keine auswählen, wollte ich. Und gießen. Wieder drei. Oh, jetzt dreimal. Nee, vorher waren es zweimal, ne? Okay, wir müssen mal gucken, was im Rathaus zu finden ist. Vielleicht ist im Rathaus ja das Museum. Also bei 2 in 1. Würde zumindest mehr Platz zur Verfügung stellen. Wäre ziemlich sinnvoll. So, die neue. Ach, er hat gleich eine neue Quest sogar verraten. Na, super. Mach ich gleich mal nach dem Brokkoli. Oh ja, da gleich ein Level ab schon wieder. Ich wüsste aber auch gerne mal, wie man hier eigentlich speichert. Weil irgendeine Speicherfunktion habe ich noch nicht gesehen. Was ist das eigentlich? Oh! Oh, eine Map! Können wir die anderen? Oh! Ah, da drüben ist das Museum. Da drüben, das ist die Fläche, die wir angefangen haben, schon aufzubauen, versucht haben mit den Puzzleteilen. Da sind. Aber okay. Okay, das ist noch ziemlich groß. Da oben können wir noch einen Tunnel bauen vielleicht? Oder nee, das ist wahrscheinlich ein Abhang zum Baum. Victorias Mansion. Victorias? Oh Gott, ihr Anwesen. Sie hat natürlich ihr riesen Anwesen. Was? Eine Rakete? Amelias Haus. Und da ist der Pirat, den wir von hier schon sehen. Okay, es ist schon ziemlich groß. Cool. Schon
schon ziemlich cool. Okay. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Gucken wir mal rein. Achso, ist das bestimmt sein Haus? Nee, verkauft der Koffer? Was wird das sein? Er verkauft... Ach, das ist ein Outfitladen. Kann ich hier meine Frisur ändern? Hallo. Ach, das ist Marcel. Oh wow, I love you. You look well. Gorgeous. Du siehst wunderbar aus. Ich liebe diesen Look. Ich liebe deine Klamotten. Puh, they could use some sparkles. Es ist wie ein... Es könnte etwas Glitzer vertragen. Das würde dein Outfit noch besser machen. Mein Name ist Marcel, by the way. I'm the Fashion Director here. Ich bin der Fashion Beauftragte im Stuff for to buy. Ich wollte halt vorsagen, ey, ich bin durcheinander gekommen gerade. I have meet famous people, you know? Ich treffe sehr viele berühmte Leute. So wie die Bürgermeisterin und lots of other famous people. Lots of other, noch viel mehr. Ich treffe Celebrities to exit as me, because I doesn't see myself as a celebrity. Also er trifft sehr viele berühmte Leute. Ich sehe schon sehr viele berühmte Leute. I know what you think. How can a gorgeous young fashion director with impeccable taste not be a celebrity? Wie kann so ein junger, fesch aussehender Leiter nicht eine berühmte Person sein? Richtig? Aber das ist... Aber es ist wahr. I'm not the famous. I am not that famous. I want to be really famous through ever since I was a little llama. Er wollte immer berühmt sein, als er noch ein kleines Llama war. Im College, I majored in metal art, hat er die Kunst studiert, weil I spent all my free time making George. Doch er hat seine Freizeit immer dafür geopfert, wunderschöne Outfits herzustellen. So then Dean figure I. Doch dann hat da. In dem Moment hat er herausgefunden, dass er wirklich dazu imstande ist, wunderschöne Fashion herzustellen. I gave it a whirl and now here. Und nun, ich gebe ihm eine Chance und nun war ich hier. Der Fashion Director Marcel. Do you like my hairdo? Heido? Meint er seine Haare? Ja, ich sag mal ja. Sure, you do. Smart Georgias Kind. Anyway, let's talk about the fashion for sale too. At Stuff to Buy, you can find all kinds of fashionable outfits. Alles, was ich anziehen kann, kann ich hier kaufen. Just walk over then and look around as much as you like. Sieh dich um, so viel du willst. Lass dich nicht hetzen und rede mit mir, wenn du etwas brauchst. Okay, bis zum nächsten Mal. Und das sind auch meine letzten Worte. In diesem Shop verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.